Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Laura Rinker und ich promoviere seit November 2021 am Lehrstuhl für Wirtschafts- und Organisationspsychologie an der Universität Hohenheim zum Thema Wissenstransfer, spezifisch zum Thema Wissenstransfer zwischen jüngeren und älteren Mitarbeitenden. Mit dem Thema allgemein hatte ich schon während meines Bachelorstudiums erste Berührungspunkte, wo dann auch mein Interesse am Thema Wissenstransfer entfacht wurde. Und das hat sich dann durch mein restliches Studium und auch ja jetzt in der Promotion durchgezogen. Und daher bin ich ganz besonders froh, Ihnen heute im Rahmen des Wissenstransfercamps beziehungsweise im Vorfeld dazu ein Blitzlicht in die Forschung zum Thema Motivation beim Wissenstransfer geben zu dürfen. Speziell werden wir, Sie sehen es schon auf der Folie, heute der Frage nachgehen, ob beim Thema Wissenstransfer denn alles nur eine Frage der Motivation ist. Und dass Sie am WTC teilnehmen, ist allein ja schon ein Indikator dafür, dass Sie wissen, dass Wissenstransfer wichtig ist. Das muss ich Ihnen nicht erzählen. Eigentlich sollten alle automatisch motiviert sein, Wissen miteinander zu teilen. Denn Wissensaustausch fördert bei der Arbeit erbrachte Leistung, sorgt für Lernen und Innovation, verbessert das Arbeitsklima. Das sind alles Dinge, die wir in der Forschung betrachten können und die Sie bestimmt auch aus Ihrem Alltag kennen. Tatsächlich gibt es auch Untersuchungen dazu, ArbeitnehmerInnen, die Wissen miteinander teilen, berichten nicht nur davon, dass sie eine höhere Arbeitszufriedenheit haben, sondern sogar, dass sie eine höhere Lebenszufriedenheit haben. Das heißt, es erstreckt sich sogar ja, über das Arbeitsleben hinaus. Auf diesen ganzen Ebenen, Organisation, Team und Individuum, ist Wissenstransfer also eine gute Sache. Aus der organisationalen Praxis und auch aus der Forschung wissen wir aber, dass Wissen trotzdem nicht immer geteilt wird. Und das eröffnet die berechtigte Frage, warum ist das denn nicht der Fall? Und wie Sie hier sehen, Wissenstransfer ist ein komplexer Prozess mit sehr vielen Stellschrauben und damit auch mit sehr vielen Hürden, an denen Wissenstransfer theoretisch scheitern kann, wenn diese ganzen Stellschrauben nicht adjustiert sind. Was Sie hier auf der Folie sehen, ist ein vereinfachtes Modell der möglichen Einflussfaktoren auf Wissenstransfer. Motivation, das ist hier zentral dargestellt als nahegelegenster Einflussfaktor, der sich direkt auf die Einstellung gegenüber Wissenstransfer und auch das entsprechende Verhalten auswirkt. Die Motivation selbst wird allerdings beeinflusst durch verschiedene Umwelteinflüsse, durch das Arbeitsumfeld, aber auch die Charakteristika der am Wissenstransfer beteiligten Personen. Und unser Vorgehen während des Kurzvortrags ist jetzt so, dass ich Ihnen zunächst ausgewählte Forschungsbefunde vorstelle zu den einzelnen Faktoren. Aus den Personenfaktoren haben wir da eine kleine Auswahl und auch aus dem Arbeitsumfeld. Und ganz zum Schluss gehen wir dann einen Schritt weiter zu evidenzbasierten Handlungsempfehlungen, die sich aus diesen Befunden ergeben. Also wir haben Forschung, wir wissen, was da los ist, was machen wir jetzt damit? Und als ersten Schritt gehen wir jetzt zunächst auf die Personenfaktoren ein. Also jene Faktoren, die auf individueller Ebene beeinflussen, ob wir uns motiviert dazu fühlen, Wissen zu teilen oder nicht. Ein individueller Faktor, der beeinflusst, ob wir motiviert sind, in den Wissenstransfer zu gehen, das sind unsere Motive. Und im Gegensatz zur Motivation, die großen Schwankungen unterliegt, sind unsere Motive relativ zeitstabile und auch oft unbewusste innere Wünsche, Bedürfnisse oder Ziele. Und es gibt zwei, die im Bereich Wissenstransfer besonders gut erforscht sind. Das ist einmal das Streben nach Entwicklung und das Streben nach Generativität. Das Entwicklungsmotiv umfasst den Drang nach persönlichem Wachstum und Fortschritt. Man möchte sich verbessern und weiterentwickeln. Also so ein bisschen, ja, der Wunsch, die eigenen Fähigkeiten zu verbessern, sich weiterzuentwickeln, neue Dinge zu lernen, sich selbst zu entfalten, solche Dinge. Und das Entwicklungsmotiv ist damit auch die Grundbedingung dafür, dass eine Wissensweitergabe fruchtet. Da es bedingt, wie neues Wissen interpretiert und in das eigene bestehende Wissensnetzwerk integriert wird.
Das Pendant dazu bildet das Generativitätsmotiv. Das Generativitätsmotiv umfasst im Gegensatz zum Entwicklungsmotiv den Wunsch, einen Beitrag zu etwas zu leisten. Also es geht darum, etwas Bedeutungsvolles zu schaffen oder weiterzugeben. Und das manifestiert sich zum Beispiel im Bedürfnis, andere zu unterrichten, auszubilden oder anzuleiten. Und beim Generativitätsmotiv unterscheiden wir zwischen zwei Komponenten. Es hat eine eigennützige Komponente, weil man sich auch selbst als kompetent erlebt, indem man Wissen weitergibt. Das heißt, es ist zuträglich für das eigene Kompetenzerleben, anderen etwas zu hinterlassen. Aber es hat auch etwas Fremdnütziges, denn wenn ich Wissen weitergebe aus so einem Generativitätsmotiv heraus, dann lohnt sich das natürlich auch für die andere Person. Es ist gut für die andere Person, das Wissen zu erhalten. Diese beiden Motive, da verzeichnen wir in der Forschung einen empirischen Alterstrend. Das heißt konkret, dass mit steigendem Alter grundsätzlich das Generativitätsmotiv steigt, während das Entwicklungsmotiv im Durchschnitt abnimmt. Grundsätzlich ist es aber natürlich so, dass beide Motive in jedem Alter in unterschiedlicher Art ausgeprägt sind, weil es auch hier sehr individuelle Unterschiede gibt. Aber im Schnitt sehen wir da eben diesen Alterstrend, dass das Entwicklungsmotiv runtergeht mit steigendem Alter und das Generativitätsmotiv zunimmt. Das Zusammenwirken dieser Motive haben wir hier am Lehrstuhl 2021 auch untersucht, vielmehr meine Doktormutter. Und dabei haben wir KollegInnenpaare, also jüngere Personen, die mit älteren Personen zusammenarbeiten, untersucht und uns angeschaut, wie funktioniert denn Wissenstransfer bei diesen KollegInnenpaaren. Und die Forschungsergebnisse aus dieser Studie deuten darauf hin, dass sowohl ältere als auch jüngere Mitarbeitende, die ein starkes Generativitätsmotiv haben, dazu neigen, mehr Wissen am Arbeitsplatz zu teilen. Und dass sie mehr Wissen teilen, hat wiederum einen positiven Einfluss auf ihre KollegInnen, da diese durch das Generativitätsmotiv dieses Wissen besser aufnehmen können. Und das, finde ich, zeigt nochmal, wie verflochten diese beiden Motive tatsächlich in der Wissenstransferpraxis miteinander sind. Ich habe hier immer dieses Bild von der Gießkanne und der Pflanze dabei, dass das nochmal ganz gut grafisch darstellt, wie beide Motive eben miteinander wirken, um Wissenstransfer auf dieser individuellen Ebene zu ermöglichen. Wenn wir jetzt nochmal ein Stück rauszoomen, kommen wir auf die zwischenmenschliche Ebene, das Arbeitsumfeld, da Wissenstransfer eben nicht in einem Vakuum stattfindet und nicht nur die individuellen Motive wichtig sind, sondern eben auch das Umfeld, das wir haben. Und soziale Vergleiche sind da ein Thema, das ich persönlich selbst auch im Zusammenhang mit Wissenstransfer untersuche. Soziale Vergleiche, darunter versteht man die Nutzung von Informationen über andere als Vergleichsstandard, um sich selbst und die eigenen Fähigkeiten einzuschätzen. So ein sozialer Vergleich kann dabei drei mögliche Ergebnisse haben. Man kommt zu dem Schluss, dass eine andere Person schlechter ist als man selbst. Man kommt zu dem Schluss, dass eine andere Person ungefähr auf dem gleichen Level ist wie man selbst. Oder man kann auch zu dem Schluss kommen, dass eine andere Person besser ist als man selbst. Und der Grundgedanke ist, dass soziale Vergleiche als so eine Art sozialer Kompass fungieren, die einem anzeigen, von wem man am ehesten etwas lernen kann, Personen, die mehr Wissen haben und eben Wissen empfangen kann dadurch, aber auch an wem man denn selbst Wissen weitergeben könnte. Wer hat denn weniger in einem bestimmten Bereich und wer könnte davon profitieren? Diese letzte Einschätzung führt allerdings nicht automatisch dazu, dass man sein Wissen nach unten weitergibt. Das kann verschiedene Gründe haben, zum Beispiel, weil man befürchtet, dass sich das Blatt in Zukunft wenden könnte und man sich durch das Teilen von Wissen ja viel mehr einen zukünftigen Konkurrenten oder eine zukünftige Konkurrentin schafft. Und das will man ja tendenziell auch vermeiden, wenn man diese Einstellung hat. Die erwartete Entwicklung eines solchen Statusunterschieds wird in den sozialen Vergleich mit einbezogen. Hat man also das Gefühl, dass man mittel- bis langfristig im Vergleich zu KollegInnen in den Rückstand geraten könnte, ist das natürlich ungünstig und behindert Wissenstransfer eher.
Das heißt, wir nehmen mit, solche sozialen Prozesse wie soziale Vergleiche beeinflussen die beteiligten Individuen am Wissenstransfer und damit auch ihr Verhalten. Und auch diese sozialen Prozesse finden innerhalb eines größeren organisationalen Kontexts statt. Und da spielen insbesondere die Strukturen, in denen Wissenstransfer stattfindet, eine große Rolle. Strukturen, organisationale Strukturen, darunter verstehen wir die in einer Organisation geltenden Regeln zur Aufgabenverteilung sowie die Steuerung von Prozessen. Ist jetzt noch ein bisschen abstrakt, aber es gibt hier verschiedene evidenzbasierte Ansatzpunkte, die insgesamt alle darauf hinauslaufen, dass Raum und Möglichkeit für Wissenstransfer geschaffen werden muss. Und ich habe ein paar davon mitgebracht, die erforscht sind, und die werden wir jetzt durchgehen. Der erste Punkt, die erste Möglichkeit liegt in der Dezentralisierung von Organisationsstrukturen. Hier gibt es grundsätzlich auch verschiedene Ansatzpunkte, wie man Organisationsstrukturen dezentralisieren kann. Einer davon, das ist die räumliche Gestaltung von Organisationen. Das bedeutet, die Standorte, an denen Aufgaben erfüllt werden, zu verteilen. Hier geht es zum Beispiel um die räumliche Verteilung von Arbeitsplätzen und Abteilungen, dass man die öffnet und somit schon auf der räumlichen Ebene vermeidet, dass sich so Wissenssilos bilden. Was ein bisschen damit zusammenhängt, aber nochmal ja, so einen Schritt weiter geht, ist die Gestaltung von offenen Arbeitsbereichen. Hier gibt es auch einiges an Forschung zu. Es geht also quasi über die reine räumliche Verteilung von Arbeitsplätzen, also wer sitzt mit wem zusammen, hinaus. Und da geht es eher darum, dass offene anstatt abgeschlossene Arbeitsbereiche gestaltet werden, in denen Mitarbeitende eben im wahrsten Sinne des Wortes den Raum zum kooperativen Arbeiten haben. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass es für beides in der Arbeitsrealität seinen Raum gibt, also dass man manchmal auch im stillen Kämmerlein sitzen muss, um bestimmte Sachen abzuarbeiten. Aber das ist eben nicht immer der Fall. Und hier hat sich eben in der Forschung gezeigt, dass Wissenstransfer vor allem dann gelingen kann, wenn Möglichkeiten zum kooperativen Arbeiten geboten wird und ja, Personen tatsächlich zusammenkommen können, um Aufgaben zu bewältigen. Also, dass es tatsächlich in den Aufgaben dann stattfindet. Die letzte Möglichkeit, die ich auf der strukturellen Ebene heute mitgebracht habe, da geht es um die Kommunikation, die abteilungsübergreifend gefördert werden sollte. Um auch über Abteilungen hinaus, weil das ist ja auch oft ein Problem. Innerhalb eines Teams funktioniert es vielleicht ganz gut, aber wenn man dann noch mal rausgeht, nicht. Und hier gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Eines davon sind informelle Treffen anzuregen, die ermöglichen, über den reinen Wissenstransfer hinaus, ist es eher so eine mittel- bis langfristige Investition, weil informelle Treffen es ermöglichen, dass zwischenmenschliche Beziehungen zwischen KollegInnen entstehen können, die auch über die reine, ja, Aufgabenausführung hinausgehen. Und mit Menschen, die man mag, egal ob jetzt am Arbeitsplatz oder privat, mit denen spricht man auch lieber und teilt entsprechend auch eher und freier das eigene Wissen, das man hat. Eine weitere Möglichkeit ist die Job Rotation, insbesondere eben abteilungsübergreifend Wissenstransfer zu ermöglichen. Das bedeutet, dass in vorher festgelegten Intervallen Wechsel zwischen Arbeitsplätzen und damit zusammenhängenden Aufgaben stattfinden. Also wenn man zum Beispiel einen bestimmten Verwaltungsbereich oder so hat, dass einzelne Personen aus diesen verschiedenen Verwaltungsbereichen für einen bestimmten Zeitraum innerhalb der Bereiche rotieren und dass so ein wortwörtlicher Austausch untereinander und miteinander stattfinden kann. Um zur Ausgangsfrage zurückzukehren, Wissenstransfer, ist das alles nur eine Frage der Motivation? Ich hoffe, in den letzten 15 Minuten sind Sie mitgekommen, dass Wissenstransfer mehr als nur eine Frage der Motivation ist, weil die Motivation eben von so vielen externen Faktoren beeinflusst wird. Und ein paar haben wir uns in den letzten Minuten angeguckt. Auf der Personenebene haben wir uns verschiedene Motive angeguckt, das Entwicklungsmotiv und das Generativitätsmotiv und hinsichtlich des Arbeitsumfelds soziale Prozesse wie soziale Vergleiche, aber eben auch die Organisationsstruktur. Und jetzt werde ich die letzten Sekunden nochmal nutzen, um das zusammenzufassen, was man aus der Forschung zu diesen Einflussfaktoren denn eben schlussfolgern kann. Auf der Personenebene
ist es wichtig, die Veranlagung zu berücksichtigen. Ich hatte von dem empirischen Alterstrend hinsichtlich der Motive gesprochen. Und das Entwicklungsmotiv fördert ja tendenziell die Aufnahme von Wissen und das Generativitätsmotiv tendenziell das Teilen von Wissen, also ältere teilen und jüngere lernen. Hier ist allerdings, wenn man sich auch die Entwicklung von Arbeitslebenszyklen anguckt, ist es wichtig, den Wissenstransfer motivgerecht zu framen. Denn das Teilen von Wissen kann auch zur eigenen Entwicklung zum Beispiel beitragen. Das heißt, wenn man auch in die andere Richtung quasi von Jüngeren zu Älteren den Transfer ermöglichen will, ist es wichtig, Angestellten klarzumachen, okay, sich weiterzuentwickeln heißt auch, Wissen weiterzugeben und einen aktiven und regelmäßigen Austausch zu fördern. Bei älteren Mitarbeitern ist es auch wichtig, Perspektiven aufzuzeigen und ihnen zu vermitteln, dass ihre berufliche Zukunft eben noch offen ist, dass sie noch Möglichkeiten haben, das Wissen anzuwenden, das sie im Wissenstransfer auch mitbekommen. Auf der anderen Seite, auf der organisationalen Ebene, besteht eine Möglichkeit darin, Mitarbeitende dazu anzuregen, soziale Vergleiche sich aktiv zu nutzen zu machen. Soziale Vergleiche, das ist eine Sache, die passieren quasi automatisch, ohne dass man so richtig was dafür kann und dass man, wie gesagt, oft auch unterbewusst, aber das aktiv als eine Möglichkeit zu nutzen, um Wissensquellen auch zu identifizieren und diesen Prozess bewusst zu machen, das kann schon dabei helfen, die Motivation zum Wissenstransfer anzuregen, auf beiden Seiten, für Sender und Empfänger. Und eben, ich glaube, das war ja schon relativ mit Hands-on-Beispielen der Abschnitt, tatsächlich Strukturen für den Austausch zu schaffen, also Raum und Möglichkeiten für Mitarbeitende geben und sie da befähigen, am Wissenstransfer teilzunehmen. Und damit kommt mein Kurzvortrag auch schon zu seinem Ende. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen noch sehr viel Spaß beim WTC, einen erfolgreichen und fruchtvollen Diskurs. Wünsche Ihnen auch viel Spaß beim Durchstöbern der Linkliste, wenn Sie Lust haben, noch mal ein bisschen näher in die vorgestellten Studien meines Vortrags reinzugucken. Was Sie hier auf der letzten Folie auch noch mal sehen, sind meine Kontaktdaten. Das heißt, wenn Sie gerne noch mal den Kontakt aufnehmen wollen, wenn irgendwas unklar geblieben ist oder Sie einfach in den Austausch gehen wollen, freue ich mich darüber sehr und wünsche Ihnen ansonsten noch einen schönen Tag.